Okay, danke Sven für die lieben Worte. Und es gab vorher schon Absprachen darüber, wer das Wasserthema jetzt hier bejubelt. Und dann hat Britta es uns einfach weggenommen. Nicht? Das ist wirklich gemein. So, aber letztlich waren das vor allem die 1,7 Millionen Menschen, die da unterschrieben haben. Und das hat es in Europa wirklich noch nie gegeben. Und es ist die erste erfolgreiche Bürgerinitiative und zeigt eben auch, dass man... dass Europa nicht so unbeeinflussbar ist, auch für Einzelne, wie es oft gesagt wird. Und es wird, glaube ich, ein starkes Argument sein, was man bringen kann. Aber ich habe lange überlegt, wie ich jetzt mit diesem Input anfange. Und ich finde halt, es wäre zu einfach, jetzt einfach durchzubuchstabieren, welche Richtlinie, welche Kommune wo betrifft. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die Atmosphäre sein wird, die Verknüpfung Europa und Kommunalpolitik in diesem Male bringt und wodurch sich Wählerstimmen in die eine oder andere Richtung in relevantem Maße bewegen werden. Mein Gefühl zu der Situation ist, es wird viel fundamentaler um diese Verknüpfung gehen. Natürlich werden Kommunalwahlen kommunal geführt, und Europawahlen werden wahrscheinlich ein wenig drüber schweben, aber die Atmosphäre, in der wir derzeit stehen, die wird diese Kommunalwahl auch beeinflussen. Und ich will daher ein paar Dinge kurz sagen zur europapolitischen Lage und zu uns als Grünen in dieser Situation von Europa in der Krise und ein paar Dinge sagen, die wir auf europäischer Ebene derzeit planen, was die Aufstellung der Grünen in dieser Europawahl angeht und zu guter Letzt dann nochmal ein paar Überlegungen zu möglichen Verknüpfungen. Das Erste ist erstmal, dass wenn wir jetzt die Wahlauseinandersetzungen planen, wir alle nicht wissen, wie die Krise dann aussehen wird. Und das Gefühl zu dieser Krise hat sich ja über die Jahre sehr geändert. Es gab Phasen, hat man gedacht, Frau Merkel reitet Europa wirklich in die Tonne, wo auch in Deutschland die Mehrheit der Leute das Gefühl hatte, die macht das alles falsch. Im Moment sind wir in einer Phase, wo die meisten Menschen eher das Gefühl haben, ganz gut, dass die Merkel das gerade in dem Bereich macht. Es gibt viele Sachen, die die Leute da auch nicht gut finden, aber das generelle Gefühl ist erstmal derzeit nicht sehr kritisch hier in Deutschland der Kanzlerin gegenüber. Interessant ist nur, wenn man irgendwo anders in Europa unterwegs ist, die haben eine ganz andere Meinung von der deutschen Europapolitik. Aber hier in Deutschland ist es erstmal so. Es ist relativ klar, die Krise wird nicht überwunden sein zu dem Zeitpunkt. Die Verschuldung ist zu hoch, die Tiefe der Rezession ist zu hoch. Und insbesondere geht es auch nicht nur darum, ob jetzt die Staaten den Maastricht-Vertrag wieder einhalten oder nicht, sondern es geht darum, dass eben Europa gespalten ist. In einem Teil Europas haben wir Massenarbeitslosigkeit, insbesondere Massenjugendarbeitslosigkeit. Und auf der anderen Seite muss man ganz offen sagen, und das ist für uns natürlich auch ein Problem wahlmäßig, Deutschland ist derzeit Profiteur dieser Lage. Deutschland hat alleine der Bund, wo ist Britta, ihr habt 88 Milliarden Euro Zinsen gespart seit 2009 auf Kosten der Krisenländer. Und ihr wisst alle auch, dass manche Kommunen überhaupt noch nicht völlig abgesoffen sind, liegt auch nur daran, dass die Zinslast so abgenommen hat. Jetzt werden wir uns nicht hinstellen und sagen, das ist ja eine riesige Schweinerei, dass wir weniger Zinsen zahlen müssen. Das ist keine Botschaft im Wahlkampf. Aber es ist ein Problem. Es ist ja ein Problem. Wir sind... Unsere Zinsen sind so niedrig, weil deren Zinsen so hoch sind. Weil wir so viel Geld in die Märkte gedrückt haben, weil das Geld Sicherheit sucht, kommt es nach Deutschland. Und davon profitieren eben auch die Kommunen. Das gehört zu einer ehrlichen Analyse dazu. Genauso die Arbeitslosigkeit bei uns ist derzeit niedrig. Aber nicht, weil die Bundesregierung so tolle Reformen gemacht hat, um unsere Wirtschaft voranzubringen. Es gab ja keinen Green New Deal. Die Bundesregierung hat ökonomisch fast nichts auf die Reihe gebracht. Die investiert auch nicht. Auch die neuesten Wahlgeschenke von Frau Merkel, da sind ja gar keine Investitionen drin. Das ist ja nur ist neue Umverteilung, was sie immer bisher nicht wollten. Und bei uns dann aber kritisieren und für Teufelszeug halten. Allerdings Ihre Form der Umverteilung. Aber der Punkt ist, Sie haben keine Investitionsbotschaft und trotzdem steht Deutschland vergleichsweise gut da. Aber warum? Weil der Außenwert des Euros durch die Krise gesunken ist und weil unsere Unternehmen sich sehr günstig finanzieren können. Denen geht es nämlich genauso wie den Kommunen. Noch nie waren Unternehmenskredite so billig in Deutschland wie heute. So, da kann ich jetzt lange mit weitermachen. Es nützt aber nichts. Das heißt aber in der Situation, Europa steht in der Spaltung, in der sozialen Spaltung, das ist uns Grünen nicht egal, das ist auch unseren Wählern nicht egal, aber gleichzeitig ökonomisch profitiert Deutschland durchaus. Jetzt ist interessant, gleichzeitig das Vertrauen in das europäische Projekt hat unter der Krise gelitten.
hat unter der Krise gelitten. Aber, und was einen überrascht, wenn man die Leute dann fragt, wer kann denn was ändern an den Problemen, dann seht ihr hier die aktuellen Eurobarometer-Daten. Und europaweit ist es eben so, dass die nach wie vor die Europäische Union die Ebene ist, von der die Menschen davon überwiegend ausgehen, dass es die richtige Ebene ist, um etwas zu ändern. Und gleichzeitig gibt es aber eine generelle Institutionen-Skepsis. Ja, auch der Nationalstaat hat an Vertrauen in vielen Bereichen eingebüßt. Wenn man jetzt guckt, bei wem, wenn ihr in der ersten Spalte schaut, wer ist das, wer glaubt, dass Europa etwas ändern kann, dann sind es interessanterweise mehr Frauen als Männer. Männer sind national orientierter, gerade in Deutschland. Es sind einerseits die Jüngeren, die in Europa glauben, und die Älteren, und die Gruppe dazwischen ist skeptischer. Und es ist ganz stark bildungszusammenhängend. Je höher die Bildung, desto stärker ist der Zusammenhang zu Europa. Ihr erkennt bestimmte Übereinstimmung in unserem Wählerprofil. Wir haben mehr Frauen, die uns wählen, wir haben Jüngere, wir haben eigentlich nicht bei dem Alter, aber zumindest bei der Bildung ist es parallel. So, und jetzt, während das Vertrauen in Europa ein Stück shaky ist, also wackelnd ist, nimmt das Vertrauen in uns Grüne zu. Kommunal, auf Bundesebene, auf Landesebene, mit den üblichen Fluktuationen, aber insgesamt traut man uns immer mehr zu. Hängt natürlich dann auch entscheidend davon ab, sind wir in der Regierung auf Bundesebene oder nicht. Das wird viel verändern für die Wahl, aber darüber zu spekulieren, macht keinen Sinn. Wir kämpfen dafür. Und klar ist auch, dass wir Grüne eine ganz klare europapolitische Haltung haben. Wir sagen, wir sind Europapartei, weil wir Zukunftspartei sind und unsere Zukunftsthemen gehen ohne Europa nicht. Es gab natürlich auch unter uns Zweifel in dieser Lage. Wer wäre da frei von Zweifel angesichts der Probleme, die wir haben? Aber wir hatten mehrere große Beschlüsse, sowohl europäisch als auch auf der BDK, als auch auf der LDK, die diesen Kurs grundsätzlich unterstützt, die sagt, wir wollen Europa als Konsequenz der Krise nicht in einem Scherbenhaufen zurücklassen. Das können ist Zukunftsvergessen und auch Geschichtsvergessen im Übrigen. Aber wir wollen relevante Reformen. Wir sind sehr wohl für Konsolidierung der Staatsfinanzen, wir sind auch für Strukturreformen in den Ländern. Aber wir wollen, dass mindestens mal vier zentrale Punkte grundlegend geändert werden. Erstens, die Krisenlast muss fair verteilt werden und begleitet werden von Investitionen in die Transformation der Wirtschaft. Zweitens, eine strikte Kontrolle der Banken und Finanzmärkte. Drittens, ein mehr soziales Europa und eine Lastenverteilung der Kosten bei denjenigen, die von der Stabilisierung der Währung profitiert haben, also Vermögende vor allem, und diejenigen, die bisher Kapitalflucht betreiben, die Nutzer der Steueroasen, das sind diejenigen, die für diese Krise ihren Beitrag leisten müssen und das bisher nicht tun. Und zu guter Letzt braucht Europa als Konsequenz dieser Krise eben nicht den Abbau des Euros, sondern eine gemeinsame Finanz- und Wirtschafts- und Steuerpolitik. Und dieses Mehr an gemeinsamer Politik geht nur, wenn Europa auch demokratischer wird. So, das sind einige Grundpfeiler der Debatte um die Krise. Aber das, jetzt wäre es zu einfach, einfach nur zu sagen, hier ist Punkt. Das ist nämlich die Haltung von diesem Europa, dem Feiertagseuropa. Und dazu neigen ganz viele. Und den Fehler, da, und zwar in so einer Doppelmoral. Ich kenne das, und das, davon würde ich sagen, sind auch wir Grüne nicht frei. Wenn wir öffentlich sprechen, sind wir die größten Europäer vor dem Herrn. Wenn dann aber das ein oder andere Bier geflossen ist, oder auch Apfelsaft und vegane Brötchen, ja, dann plötzlich wird ganz viel Skepsis deutlich. Ist so viel Zentralisierung eigentlich gut? Wollen wir das, sind da nicht nur Lobbyisten am Werk und so weiter. Deshalb glaube ich, eine feiertagseuropäische Botschaft, die einfach nur sagt, wir wollen noch mehr davon, ja, dann eine solche Botschaft wird nicht verfangen. Und deshalb ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass diese Wahlen in einem anderen Kontext ablaufen. Zum einen gibt es in ganz vielen Staaten Tendenzen zur Renationalisierung. Und Frau Merkel ist regelrecht ein Symbol davon, weil sie nämlich immer mehr Entscheidungen in Europa in Hinterzimmer intergouvernementaler Aushandlungen macht. Der europäische Stabilitätsmechanismus, die Euro-Krisen-Gipfel, da war das Europaparlament weitgehend raus. Und Frau Merkel steht für ein Europa des Klüngels und nicht für ein Europa der Demokratie. Nicht das Europa der 1,7 Millionen, die gegen die Wasserprivatisierung unterschrieben haben, sondern das Europa, was im Hinterzimmer diese Regeln in irgendwelche Richtlinien hineinschreibt. Und das ist das Europa, für das wir natürlich nicht stehen. Und gleichzeitig muss man feststellen, dass der Elitenkonsens, den es in Deutschland gab, im
also als alle Parteien und Verantwortungsträger und große Verbände eigentlich pro-Europäer waren, dass bei dieser Wahl wird dieser Elitenkonsens aufgekündigt sein. Und zwar von perfiderweise von links und von rechts. Lafontaine ist gegen den Euro, auch einige der akademischen Lehrmeister, bei denen vielleicht viele von uns mal studiert haben, sind heute skeptischer gegenüber dem Euro. Und gleichzeitig die AfD, rechtskonservative Volkswirtschaftsprofessoren, die sonst Kinder, Küche und Ähnliches für Frauen gepredigt haben, machen jetzt eine Anti-Euro-Partei. Und durch den Fall der 5%-Hürde, wo wir jetzt eine 3%-Hürde bekommen werden, und wenn die Recht bekommen vom Verfassungsgericht, womöglich auch gar keine, vermutlich wird es bei den 3% bleiben, aber es ist rechtlich umstritten, dann werden alle Irren dieser Welt versuchen, in dieses Europaparlament zu kommen und mit populistischen, antieuropäischen Sprüchen. Und in dieser Frage muss man natürlich stehen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir Grünen in dieser Frage geschlossen stehen werden. Und das ist nur klar. Das wird die Atmosphäre dieser Debatte prägen. Und in dieser Frage sind wir natürlich dann mit den anderen Pro-Europäern zusammen an dieser Frage. Wir dürfen aber nicht verwechselbar werden in dem Sinne, dass wir jetzt einfach sagen, als gäbe es gar kein Problem mit der europäischen Einigung. Und wir fordern also durchaus ein Mehr an Europa, aber eben deutlich anders. Und ich finde aber wichtig, diesen Raum für die Zweifel zuzulassen. Und nicht eben in ein Feiertagseuropäertum überzugehen. Das darf uns aber nicht daran hindern. Das heißt also, zum Beispiel übertragen auf ein Thema, was in NRW in wichtigen Teilen wichtig, groß und hart ist, die Frage der Zuwanderung, die wir jetzt bekommen aus Gebieten, wo Menschen ärmer sind. Da muss man erst mal sagen, dass wir natürlich ablehnen, dass man jetzt die Freizügigkeit in Europa zurückbaut, dass wir wieder Schlagbäume aufbauen, dass wir so tun, als wenn man Europäerinnen und Europäer nach dem Passport unterschiedliche Rechte gibt. Das genau ist das Europa, was wir nicht wollen. Gleichzeitig muss man über die Probleme, die erzeugt werden und dass Europa bisher kein soziales Europa ist und sich um die Armen in Osteuropa einen Deibel geschert hat, ja, darüber muss man auch sprechen und das muss man deutlich sagen. Ansonsten wird man unglaubwürdig. Also das heißt, man muss die Renationalisierung in der Diskussion abwehren und ein egoistisches Wir kümmern uns um unsere eigenen Dinge abwehren und gleichzeitig aber eben nicht die Politik vertreten, die derzeit die Bundesregierung an der Stelle macht. Also ein Europa ja gerne, aber anders. Und dazu gehört aber, finde ich, eins dazu. Wenn man will, aus guten Gründen, dass wir mehr Europa brauchen in der Steuerpolitik, in der Umweltpolitik, in der Wirtschaftspolitik, dann gehört dazu auch zu sagen, dass Europa sich bitte um diese Zukunftsfragen kümmern soll, aber bitte die Kirche im Dorf lassen. Kein Mensch versteht, warum Europa offene Olivenölkännchen reguliert. Als ich das gehört habe, ich gedacht, jetzt knallen sie völlig durch. Und man fragt sich, habe dieses Bild gefunden, das finde ich absolut passend zu der Frage. Ja? Warum? Also man steht davor und glaubt es nicht. Ja? Also das heißt, Europa kann nicht dazu da sein, Dinge, die man lokal entscheiden kann, die der gesunde Menschenverstand eigenständig entscheiden kann, diese Dinge europäisch zu regulieren. Es gibt einen guten Witz, den habe ich in Europa gehört, der geht so. Die Europäische Kommission besteht aus zwei Sorten von Beamten. Eine Sorte von Beamten, die gibt sein ganzes Berufsleben keine Ruhe, bis der letzte kommunale Friedhof privatisiert ist. Der andere Typus von europäischen Beamten gibt keine Ruhe sein ganzes Leben, bis auch die letzte Friedhofsordnung durch eine europäische Friedhofsordnung ersetzt ist. Diese beiden Pole prägen relevant Europa und das ist natürlich nicht unser Europa. Europa soll das Lokale lokal lassen, das Lokale schützen und da, wo wir internationale Probleme bekommen, durch die Öffnung der Welt, da muss Europa regeln und sich einmischen und für dieses Europa streiten wir. Oh. Und dazu gehört auch, dass man diese Pest von Lobbyisten reguliert, die in Brüssel uns das Leben schwer machen. Und darüber muss man auch oft reden. Allein in meinem Politikbereich 700 professionelle Finanzmarktlobbyisten. Die werden mit viel Geld bezahlt. Die haben geschätzt ein Jahresetat von 300 Millionen Euro, nur für Banken, Versicherungen, Fonds und ähnliche Leute.
Und das sind Dinge, die Probleme haben wir auch auf anderen Ebenen. Einfluss von bestimmten Gruppen ist kommunaler Politik ja auch nicht fremd. In Brüssel konzentriert sich das nochmal auf eine besondere Weise. Und wir stehen für starke Demokratie und die Begrenzung von mächtigen Partikularinteressen auf allen Ebenen. In Brüssel bis zur Kommune. Und auf Landesebene ist ja zum Beispiel mit dem Demokratiepaket sehr viel auf den Weg gebracht worden, während sich die Bundesregierung nach wie vor weigert, in dem Bereich irgendetwas zu machen. Ein Problem, was wir diesmal, glaube ich, nicht haben werden mit den Europawahlen, ist die Debatte, ob das irgendwie wichtig ist. Wir haben heute europäische Öffentlichkeit in einem viel tieferen Maße als bei früheren Europawahlen. Es wird zwar viele geben, die sagen, das Parlament hat nichts zu sagen. Denen müsst ihr sagen, das stimmt nicht. Es stimmt zwar, Europa ist arm, weil wir haben wenig Budget. Staaten retten, Banken retten kann man aus dem europäischen Budget nicht. Das europäische Budget sind nur 1% des Bruttoinlandsprodukts. Nur wenn man 7 Jahre zusammenzählt, kommt man auf 1.000 Milliarden für ganz Europa und kann so tun, als sei das der größte Batzen Geld, den wir in Europa zu verteilen hätten. Das ist nicht der Fall. Europa konnte zu den Rettungen wenig beitragen, konnte das Parlament deshalb auch nicht mitbestimmen. Aber bei allen Gesetzen, gerade auch im Zusammenhang mit dieser Krise, ist das Europaparlament mächtig. Deshalb werden wir auch belagert von diesen ganzen Lobbyistenbande. Und der Punkt ist deshalb die Debatte, ob die Wahlen wichtig sind, ob das Bedeutung hat, wer in Zukunft dort sein wird. Ich glaube, dieses Problem werden wir viel weniger haben als früher. Und ich glaube, dass es auch viel mehr eine europäische Debatte vor diesen Wahlen geben wird, als wir das früher hatten. Wir wollen also eher ein solches Europa feiern, ja, als das von der vorigen Flagge. Jetzt einige Bereiche, wo ich vorschlagen würde, dass man besonders Verknüpfungen herstellt. Also dieses Prinzip, das lokale Schützen, das globale Regeln. Da geht es natürlich um die kommunale Daseinsvorsorge. Ich werde nicht in Anwesenheit Britas über dieses Thema predigen, weil das kann sie in viel süßeren Worten. Dann mein Beispiel, wo sich das festmacht, ist, auf europäischer Ebene wollen wir strenge Finanzmarktregulierung. Aber es kann nicht sein, dass die Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die ja diese Krise nicht erzeugt haben, dass die jetzt die Opfer dieser Regulierung werden. Und ich kann nur sagen, da könnt ihr auch stolz in die Sparkassen gehen und sagen, wir Grüne haben auf europäischer Ebene jeden einzelnen Versuch, jeden der Großbankenverbände verhindert, über die Hintertür dieser Geschichte praktisch der neuen Regeln im Bankensystem den Sparkassen und Genossenschaftsbanken das Leben schwer zu machen. Das ist ein Erfolg grüner Politik in Brüssel und da bin ich sehr stolz drauf. Und wenn ihr die Leute aus den Verbänden fragt, werden die euch das auch bestätigen. Und das Zweite ist natürlich das Vergaberecht. Jenseits der Konzessionen gibt es ja auch noch die Frage, darf man sozialökologische Kriterien bei der kommunalen Auftragsvergabe einbeziehen? Und da kann man die gute Botschaft verbreiten, Herr Barnier. Und auch da ist das eine alte grüne Forderung, macht jetzt die Tür auf, dass es leichter wird, vor Ort sozialökologische Kriterien in die Vergabe hineinzuschreiben. Dass die Grenzen des europäischen Rechts dort weiter werden. Aber natürlich wünschen wir uns dort noch breitere Verankerungen. Dann haben wir das Thema europäische Gelder. Auch der Landesregierung ist es mitgelungen und zu verdanken, dass im Wesentlichen NRW weiterhin die Gelder braucht, die es benötigt, wir nicht substanzielle Kürzungen erlitten hatten. Da gab es auch viel Druck, das zu versuchen. Wir haben nach wie vor große Strukturreformen, Notwendigkeiten in großen Teilen des Landes. Deshalb ist richtig, dass wir diese Strukturfondsgelder weiter bekommen. Aber wir Grüne machen das nicht so, wie wir das von der CDU im Europaparlament und auch auf Landesebene meist erlebt haben, dass die gesagt haben, wenigstens das Geld kommt rein, aber das Geld soll dann im Agrarbereich bitte in die Massentierhaltung fließen und in die großen industriellen Agrarproduktionsanlagen und im Industriebereich ist uns sozial-ökologische Kriterien sind uns egal, sondern für uns Grüne ist zentral, was mit dem Geld geschieht. Es fließt, ist richtig, aber wir wollen, dass das in die Zukunftssektoren fließt und natürlich sozial-ökologisch. Und gerade bei diesem Thema Massentierhaltung und ökologische Ausgestaltung der Wirtschaftsförderungspolitik, soziale Ausgestaltung dieser Politik, da sehe ich ganz viel Überschneidung zwischen der kommunalen Verwendung der Gelder und den Rahmensetzungen auf europäischer Ebene. Die Agrarverhandlungen sind jetzt ja gerade abgeschlossen und dort gibt es das erste Mal ein Greening
der europäischen Agrarpolitik. Das ist noch lange nicht, wo wir hinwollen. Aber immerhin gibt es jetzt ökologische Anforderungen an die Bauern, die diese Gelder haben wollen. Und es wird erstmals mehr Geld für die Kleinen geben als für die Großen. Und da muss man auch Martin Häusling und auch vielen anderen sagen, Chapeau, auch Gräfe zu Baringdorf, der es lange gepredigt hat, da ist jetzt grüne Inhalte sind in der europäischen Politik da angekommen und jetzt Teil dieser neuen Agrarpolitik, die deshalb noch lange nicht grün ist, aber zumindest manche unserer Ideen sind dort jetzt verankert. Und dafür, das sollten wir auch deutlich sagen, dass es uns nicht nur um die Menge des Geldes geht, wie manchen Verbänden, sondern was dann mit diesem Geld passiert. So, dann finde ich, gibt es noch eine andere Parallele. Steueroasen global trockenlegen bedeutet, kommunale Kassen zu füllen. In großem Maße rechnen sich Unternehmen arm und gerade in den Städten, die Konzernstandorte auch sind, gibt es da wirklich interessante Verknüpfungen und da ist grüne Politik gegen Steueroasen hart vorzugehen, direkt zu verbinden mit der Kassenlage in den Kommunen. Dann haben wir das ganze Thema Austausch und Europa in der Verwaltung. Dann haben wir das Thema die ganze Arbeit an den Grenzen zu den Niederlanden, nach Belgien. Und wir haben natürlich die ganze Thematik mit dem Euro und der Exportwirtschaft vor Ort. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn wir als Grüne, als starke Europapartei vor Ort die Unternehmen besuchen, die nach Europa exportieren und die Debatte mit denen suchen, was die denn davon halten, wenn der Euro abgewickelt wird, wie sich das manche Leute von ganz links angeblich und ganz rechts vorstellen. Und dann hat man da eine lebendige Debatte. Hier in Bielefeld zum Beispiel Schott. Was wäre mit Schott Solar, wenn der Euro weg ist? Glaubst du, die freuen sich? Ich glaube, da haben wir Bündnispartner und mit denen sollten wir sprechen. So, wie noch ganz zum Schluss, der EGP-Fahrplan. Weil diesmal werden ein paar Sachen anders laufen. Wir werden ein gemeinsames Manifesto haben. Das hatten wir schon immer. Auch da wird die große Herausforderung sein, zwischen den Ländern, die im Moment eher das Gefühl haben, sie leiden nicht direkt, die vor allem mehr demokratisches Europa fordern, mehr Kontrolle, eine gemeinsame Sprache zu finden mit den Grünen in den Krisenländern, die vor allem jetzt leiden, Arbeitslosigkeit sehen, Armut sehen und die ein anderes Europa wollen. Und zwischen diesen beiden müssen wir eine Sprache finden, die in beiden Regionen zusammen funktioniert. Aber eins ist klar, wir werden uns dem nicht verweigern, wir werden uns nicht wegducken, wie wir das sicherlich bei den konservativen Parteien sehen werden, die nämlich mit gegensätzlichen Programmen in unterschiedlichen Teilen Europas antreten. Das Zweite, es wird wieder eine gemeinsame Kampagne geben in der Form, dass es einen gemeinsamen Slogan gibt, europaweit. Und da wird derzeit dran gearbeitet. Aber was wirklich neu ist, ist, dass sich die proeuropäischen Parteien europaweit verständigt haben, dass der nächste Kommissionspräsident nicht nur auf Vorschlag des Rates ernannt wird, sondern einer der Spitzenkandidaten der europäischen Parteien sein muss. Das bedeutet, wir werden eine Personalisierung dieser Wahl bekommen, wie es sie noch nie gegeben hat. Die Konservativen, die Sozialdemokraten, die Liberalen und wir Grünen, wir werden Spitzenkandidaten europaweit aufstellen. Aber wir werden die Einzigen sein, die das in einem demokratischen Vorwahlprozess machen und nicht einfach nur die vorher schon ausgeklüngelten Kandidaten oder Kandidatin einfach absegnen. Vielen Dank, Monika, und ich bin auch gleich fertig. Wir werden Vorwahlen durchführen, wie hier in Deutschland. Nur, dass diesmal wir nicht den Fehler machen werden, dass sich jeder selber vorschlagen darf. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Sondern es müssen mindestens, darüber wird noch diskutiert, 4 oder 5 Mitgliedsparteien der europäischen grünen Familie müssen einen Kandidaten oder eine Kandidatin unterstützen. Wenn dann eine Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten zusammen ist, es gibt auch schon eine ganze Reihe von Namen, also es wird Auswahl geben, dann wird auf der Basis, werden alle, die mindestens 16 Jahre alt sind, sorry an die grüne Jugend, mindestens 16 Jahre alt sind und sich den Grünen nahe fühlen, man muss kein Mitglied sein, man muss nur so eine Sympathieerklärung abgeben, dann darf man da abstimmen und es wird auch eine Roadshow geben mit Veranstaltungen. Wir bemühen uns gerade als Landesvorstand, eine dieser Roadshow-Veranstaltungen nach NRW zu bekommen, wo dann die europäischen Kandidatinnen und Kandidaten sich vorstellen, befragt werden können und so weiter. Und dann im Februar gibt es dann die große Krönungsmesse, der EGP-Kongress, also der Kongress der Europäischen Grünen Partei, der übrigens nicht nur für Delegierte offen ist, sondern wo auch Delegationen aus Kommunen natürlich hinfahren könnten und so ihren Bezug zu Europa herstellen können. Und dann am Schluss haben wir natürlich auch ein deutsches Europawahlprogramm. So, das ist der Fahrplan.
Das heißt, was ich glaube, was wir zusammen auf die Reihe kriegen müssen, ist, natürlich wird die Hauptarbeit bei dieser Wahl, werdet ihr vor Ort machen. Das wird, ist ganz natürlich. Aber lasst uns, wo immer es Brücken zu bauen gibt, lasst uns sie bauen, schon in die Wahlprogramme hinein, Elemente, die die kommunale Lage mit europäischem Recht verknüpfen. Ich denke, wir sollten Musterbausteine dafür entwickeln, Dinge, die ihr reinschreiben könnt, die es leicht machen, diese Querlage zu machen. Und ich glaube, dass wir damit ein Alleinstellungsmerkmal haben können in ganz vielen Kommunen, weil andere Parteien das nicht auf die Reihe bekommen werden. Und dann sollten wir gucken, dass wir Veranstaltungsformate entwickeln, die sich entlang dieser Themen orientieren, aber eben immer nicht vergessen, dass diese Wahl wird in der Verknüpfung Kommune-Europa nicht entschieden an den Details der Richtlinie zur Luftreinhaltung, den Details der Richtlinie zur Vergabe hier. Das wird vielmehr darum gehen, welche Grundhaltung habe ich zu einem offenen Europa, zu einem Europa, das durch weiteres Zusammenführen die Welt letztlich im Sinne der Werte gestalten will, für die wir als Grüne auch stehen. Das wird eine Grundentscheidung sein und das wird nicht in Details von juristischer Sprache entschieden, sondern in der Art, wie wir über Europa sprechen. Und darüber sollten wir uns vorbereiten, weil das werdet ihr an jedem Wahlkampfstand erleben, in jeder Veranstaltung werdet ihr mit Dreck diesbezüglich beschmissen werden. Ich bin mir aber sicher, das zeigen auch die Daten, dass die große Zahl unserer Wählerinnen und Wähler ist viel klüger als diese Leute, die damit Dreck schmeißen. Und deshalb freue ich mich auf diese Wahlauseinandersetzung mit den anderen, die für die Europawahl antreten werden. Also, vielen Dank. Ja.